Hallo und herzlich willkommen hier um LS22 im Singleplayer Weltkrieg. Ja, Spiel ist neu gestartet. Ja, ganzen Helfer muss natürlich wieder in Gang gesetzt werden. Gut, hat oben 8 Steinsalz fast voll. Das hat man ja schon in der letzten Folge gesehen, dass das fast voll war. Ja, müssen wir schauen, was wir da erledigen können. Ja, Tag brennt, ist auch klar. Ne? 13:19 Uhr, ich glaube, wir haben aber nur noch 2,5 Felder, glaube ich, zu ernten, ne? Wenn ich mich jetzt recht entsinne. Ja, muss ich mal gucken. So, er ist ja fertig mit Düngen. Wir wollten, glaube ich, noch welche von den neu gekauften Feldern düngen. Und zwar zwingend hier drüben die Zuckerrüben, also 34. Zwiebeln hat man gekauft, 33. Die müssen auch unbedingt gekalkt werden. Die anderen hat man, glaube ich, schon fertig. Wichtiger ist eigentlich der Kalkstreuer, ne? Der hier noch hier oben steht, glaube ich, auf den Sojafeld. Ob der Kalkstreuer unbedingt jetzt zwingend die Sonnenblumenfelder düngen muss, das zweifle ich mal, weil wir haben so viel Sonnenblumen. Wir schicken erstmal einen Düngerstreuer zur 34. War es jetzt 34? Ja. 34. Gucken wir gleich mal, ob wir einen neuen Kurs, wenn wir nicht einen neuen, ob wir einen Kurs haben. Ne? Wir nehmen auch einen alten. 42 Meter, 34, können wir nämlich schon mal gedüngt haben. Unter Umständen, gerade noch nie gedüngtes Feld. Da kurz ja mal Zeit, ne? Dann muss er erstmal hinfahren. Ich hoffe mal, wir finden irgendwann wieder. Am was Freitag? Ich glaube Freitag hatte ich das gelesen. Ja genau. Freitag hatte mir Andreas geschrieben, dass ich relativ leise bin, beziehungsweise spielleise ist. Ich habe jetzt noch mal ein OBS, was mal was verändert. Aber nicht mal Bescheid geben, ob das immer noch so ist. Muss ich noch mal gucken. Meine, ich beim Ausschlag her, also wenn ich spreche, klar geht es Richtung, ja, ans Rote ran. Eigentlich müsste es laut genug sein. Ingame Sound, ja, er könnte ein Stück lauter sein. Kriegen wir raus, ne? Weiß nicht, ob irgendwas verstellt ist. Also verstellt dürfte nicht sein, wenn ich sehe, was eingestellt ist. Ich habe jetzt einfach noch mal den Sound vom Spiel lauter gemacht. Also im OBS halt. So, das hier ist einmal ein Abfahrer von 16. Der steht hier bereit, dass der fertig ist. Wenn der fertig ist mit Flügen, dass er los kann. Das ist noch ein Abfahrer. Nochmal einer. Ach. Und ja, wir gucken uns gleich noch was in der Produktion an. Ne? Ich habe ja einen Käse erzählt gestern in der Folge. Der Flug ist sogar fertig. Ja, wo schickt man den hin? Weil ich hatte noch ein bisschen weiter, oder beziehungsweise die Helfer laufen lassen, noch nach der gestrigen Folge. Mal gucken, wo abgeerntet ist. Für 41,56. Da muss doch bestimmt. Also 56 muss definitiv gepflügt werden, weil Steine drauf sind. Es muss generell gepflügt werden. In 41 müssen wir pflügen, weil ja, weil halt gepflügt werden muss. Ne? Gut, das könnten wir mit der 33 zusammen machen. Ne? Da schicken wir ihn mal zur 56, da kann natürlich der Steinesammler dann los. Ne? Jo, war jetzt kurz gespeichert, ich hoffe mal. Ja, wenn ich unseren neuen generieren. Ja, 56, da fährst du erst hin. Ja, Sprit sollte noch reichen, dass wir danach erst den Puff schicken. Na hier. Kalkstreuer ist fertig hier oben. Also wenn wir Zeit haben, halten wir die zwei Sonnenblumenfelder noch. Aber ansonsten würde ich sagen, tun wir ihn jetzt mal zur 33 schicken. Da sind ja Zwiebeln drauf. Dass wir wenigstens die Zwiebelfelder gekalkt kriegen. Wird natürlich für die 33 keinerlei Kurs geben, ist mir auch klar. 33 will ich. Das ist ein Steve. Oder noch mal Kalk holen. Den Kurs brauchen wir auch nicht speichern, dann kalten wir nicht nochmal. ...31 waren Zwiebeln, wo waren noch Zwiebeln? Ach, die 11, die haben wir aber gekalkt, ne? Die 11 hat man gekalkt, was wir mit neu hinzugekauft hatten. Ja. Ah, ich bin wieder rausgetappt.
Bin ich gekappt rausgesprungen. Jetzt erwischen wir doch nicht alle Helfer. Hier steht schon wieder einer. So, nächster Wegpunkt. Ach, der ist gleich voll, würde ich sagen. Und fährt dort schon dir gleich über den Haufen oder was? Na klar, erstmal voll der Vorfahrt. Dass jeder merkt, dass ich da bin wahrscheinlich. So, in Dämmen passt die Naken. Der ist auch gleich voll. Aber da unten kommt schon einer. So, er will noch eine 36 Minuten brauchen, er wird heute nicht fertig und er auch nicht. Also die werden hier schon noch ein bisschen was zu tun haben. Ja, und dann ist nur noch das Feld 27 über. Ne? Ja gut, da werden sie alle beide hinfahren müssen. Können wir gar nicht anders machen. Das können wir wahrscheinlich gar nicht anders machen. Gut, Lass kurz gucken. Nee. Gut, ja, deine Sammler müssen noch eingestellt werden, ne? Du fährst dich an hier. Wo ist er? Hier ist er, genau. So, mal gucken, ob wir jetzt den Kurs gespeichert hatten, hier von 71. Der hat noch von der 72 den Kurs drin. Und 71... 9 Meter. Haben wir gespeichert zum Glück. Glück gehabt, ne? War mir jetzt gar nicht sicher, ob wir das getan hatten. So, zurück. Übergabe, erster Wegpunkt. Man kann da hier los sammeln. Dann machen wir was umstellen hier. Ja? Ach. Ja, hatte mir Andreas auch geschrieben, ich soll Feld 9 und 13 nicht vergessen. Ich habe nicht dran gedacht, er hat noch dort Gras angesät, ne? Da haben wir ja noch richtig viel zu tun, wie es aussieht. Ja. Das ist andere. Wenn wir umschalten, ist der zweite Wachstumsstufe. Also wir müssen uns. Ich weiß nicht, bleibt Grasfeld? Nee, Gras verfault eigentlich nicht, ne? Aber gut, das müssten wir wenigstens noch abmähen. Wenn gut mähen wäre eigentlich nicht das Problem, ist ja noch einer da. Ne? Da hat man ja gesagt, machen wir Silage für die BGA, ne? Aber die vielleicht gar nicht mehr brauchen, ne? Jo, ja. Ja, es sind noch viele grüne Felder. Die wollen wir alle noch ernten. Schaffen wir das noch in ein paar Tagen, bis zum LS25? Denn viel mehr werden wir ja nicht mehr machen auf der Karte. Theoretisch steht ein Fahrzeug unten. Da steht einer, da könnte es nähen. Egal wie, ich weiß jetzt nicht, was wir hier drüben alles im Lager haben. Wir haben ja reichlich Silage auch da. Ne? Hier haben wir auch 111 Ballen, 318 Ballen Silage, 169 Stroh. Ne? Weil es ist hier auch Silage drin, ne? Hier ist noch Stroh drin, jede Menge. Ne?
Ein Heu ist ja auch noch keine Lose. Kann man es auch einwickeln. Beziehungsweise wie sieht denn das aus? Was kostet eine Big M? Wo ist denn hier der Gras? Da ist mehr. Hat 80.000. Ich meine, wir würden nicht mit dem Standard würden wir jetzt auskommen. Hier ist ja keinerlei Mod mit drauf. Gut. Ja, auch mit normalen Mähwerk machen. Weil Sinn macht es ja auch, den fertig mähen zu lassen. Und dann sozusagen die Ballenpresse rückwärts den Kurs abzuschicken. Ne? Lang zu schicken, dass die das alles einwickeln kann. Der Gras mehr wird nicht so lange brauchen wie die Erdbeerpflanze. Hat man auf dem Feld schon mal Gras? Ich glaube, das passt nicht, oder? 9 und 13, ne. Feld 12 haben wir schon mal gemacht. Da schickt man erstmal hin, hoch zur 9. Ne? Oh, das sind 9 und 13, ja. Genau, 9 und 13 schickt man hin. Verpassen wir den da oben Kurs. Den speichern wir natürlich, dass wir den rückwärts mit der Presse abfahren können. So, wer wird blockiert? Weil die Fendfahrer. Wir hatten ja schon voll fortgeschoben. Ja. Du willst keinen Kurs mehr, nicht mehr hinfahren oder was hier. Ja, selbst wenn die abfahren, ist ja ein bisschen knapp, ne? Warum fährt denn er jetzt wieder weg? Was ist denn das für Quatsch? Hört den jetzt gnadenlos hinterher. Ne? Nehmen wir mal hier raus, machen wir das hier. Und wir hatten nämlich voll fortgeschoben, obwohl das vielleicht gekriegt hätte jetzt, ne? Oder? Wo fährt die Nase jetzt hin?
Einmal schön komisch, was die hier machen. Ne? Wo ist denn der hier? Komm her. Der hat ja schon was drin. Wenn er jetzt noch was dazu kriegt, was im Rotor drin ist, kann er wieder abhauen. Das kann mich nicht zu wundern, wenn die dann hier bloß noch 10.000 nehmen, losfahren, die kommen nie rechtzeitig in den Rotor, ne? Und wir fahren gleich andersrum drunter. Ach so, apropos, ne? Konservenfabrik. Also so verpeilt, wie ich da war, ne? Also in der Konservenfabrik ist jetzt leider, ist einmal, wo ist denn jetzt hin da, Konserve? Ja, einmal Mais ist angekommen, Konservenfabrik. Gemüsekonserve läuft natürlich, ne? Auch ohne Tomaten, weil es ist ja eine Mixgruppe. Also ich war so verblendet, dass ich alle drei Sorten brauchte. Also es ist natürlich Quatsch, ne? Brauche ich natürlich nicht. Ich brauche ja nur mit Karotten, kann ich ja schon Gemüsekonserven machen. Ne? Ich weiß nicht, ob wir ganz gerade deshalb das angelassen hatten, ne? Dass wir hier was anliefern. Ich war so drauf aus, wo ich das gesehen habe, dass hier so viele Karotten drin sind, weil ich mir war nicht bewusst, dass ich die hinfahren wollte. Also, oder ich habe mich nicht daran erinnert. Das müsste man so rum sagen, vielleicht auch. Ne? Ja, es geht natürlich nur mit Karotten und ja, hier sind 40.000 Liter oder 68.000 Liter Mais sind drin. Die werden sicherlich mitverarbeitet, wenn die Karotten alle sind. Beziehungsweise wir können ja noch mehr Karotten herfahren. Ne? Wir könnten eigentlich einen abfahren oder einstellen, dass der hier die Karotten herbringt, weil wir haben so viele Karotten, die werden wir nicht mehr verarbeiten können. Ne? Weil ihn schicken wir nämlich gleich hier, den können wir dann nämlich gleich nochmal in die Konserve schicken, dass der dorthin abfährt. Er wird natürlich irgendwann stehen und nichts mehr reinkriegen. Ne? Ja, Mais weiß ich nicht, ob ich da rauskriege, müsste ich mal probieren, aber ja, dann ist er halt drin. Wir ernten auch noch Mais, wir haben noch was, wenn wir noch mal Pappe machen müssten. Konzernfabrik anliefern hier. So, zack, kannst du nämlich mal los. Ich war voll drauf aus, dass ich alle drei Früchte brauche, um Gemüsekonserven herzustellen. Und nicht, dass es eine Mixgruppe ist. Ja, so ist es manchmal. Ne? Gibt Schlimmeres, oder? Also Tomaten habe ich wieder ausgemacht, habe sie deaktiviert dort. Die verkaufen wir dann lieber so. Ne? So, fängt das nächste Beet an, müsste auch durchkommen dann sozusagen. Also war das wichtig, hier nochmal leer zu machen hier. So, Düngerstreuer angekommen bei den Zwiebeln. Ne, bei den Rüben. Vorrüben. Da hatten wir ja keinen Kurs, ne? Weil es ist auch nicht viel, was drauf geht. Wahrscheinlich auch die roten Flecken werden zum Teil weggehen. Ne? So hier einmal generieren, einmal ringsrum, einmal durch die Mitte. Ne? Erster Wegpunkt würde ich sagen. Wir schalten mal die Übergabe ein, die brauchen wir vielleicht noch nicht mal. Das fängt man nicht an. Ach, dort ist der erste Weg. Ach, Bahn ist erst. Okay. Ja, ist egal. Na gut, hier ist mal ein Stück so richtig rot. Ne? Ah ne, generell, es muss generell Dünger drauf. Ne? Ja gut, kann sein, dass dann Dünger nicht reicht, holt er sich nach, ist ja eingeschaltet. Ne? Aber kommen wir da hin, wir kommen von 63% mit Dünger, kommen wir schon mal auf 83. Ja, mal schauen, ob der Kalk den Rest bringt dann. Das können wir gucken. So, apropos Kalk, wo ist denn der Kalksteuer jetzt? Ja, ihn schicken wir mal in die erstmal mit normalen Fahrkurs in die Kalk- und Salzmine. Und zwar
Salzmine ist es doch. Das ist doch wieder gebrannt. Eine Salzmine, Salz holen. Erstmal dort drin, dann müssen wir mal gucken, wie wir das dort oben lösen, dass die Meldung weggeht. Also Ladung rausnehmen ist klar. Ich weiß nicht, was in Saline passt. So, hier brauchen wir einen Kurs für die 56. Für die Einstellung, die er hat. Die lassen wir alles so. Und hier einmal berechnen. Erster Wegpunkt. Speichern 9 Meter oder hat man jetzt? Hat man vor 56? Nee. Ja, hat man. So, Kurs speichern. Meter. Und dann kann dann der Steine sammeln auch hinterher lang. Wo haben wir überhaupt einen Steinesammler eingestellt, dass der abladen fährt? Mal gucken. So, hier Kalker. Erster Wegpunkt. Übergabe. Ist natürlich wieder im Beet genau voll. Ah, da steht schon einer zum Glück. So, Mähwerk ist angekommen. Ja, hier können wir auch einfach drauf fahren, das macht ja nichts. Hier machen wir natürlich. Warum ist das hier ein roter Streifen drin? Das sieht jetzt also normal übersichtlich schick aus, hier nicht. Ne? Also das hier unten meine ich. Ne? Keine Ahnung. Wir machen auf Vorgewinde zuerst. ...1,4 nach draußen. Naja, da könnte der Rand schon mitmähen. Ne? Lass mal so. Das ist eigentlich egal. Wie sieht denn das jetzt hier aus, wenn wir es generieren? Da stimmt irgendwas nicht. Würde ich sagen, ja. Das übliche Problem. Ne? Ausklappen. Wir haben keine 3 Meter Arbeitsbreite, wir haben 9. Einfach wieder generieren. So, sieht das natürlich schon besser aus. Ja, hätte zwar hier oben parallel fahren können, aber mein Gott, das ist jetzt wieder. Wenn er irgendwo muss er ja. Wenn sich natürlich nach der Feldkante gerichtet hätte, wäre schöner. Richten wir das hin mit dem Generieren, aber das haben wir doch schon mal gemacht. Warte mal, wie war denn das jetzt hier? Abrichtung. Nee. Feldmitte, Uhrzeiger sind gleichmäßige Bahnbreite. Ach ja, Feldkante aktiviert. Was passiert dann? Ui. Ach so, okay. Nee, dann müsste ich mich woanders hinstellen, ne? Also wir fahren mal ein Stück hier vor. Weil beim letzten Mal war mir das ja nicht gelungen, das zu generieren, ne? Wenn wir uns jetzt hier hinstellen, weil beim Gras ist es ja egal.
waren ja auch nichts kaputt. So, nochmal generieren. Genau. Das sieht jetzt richtig schick aus, ne? Oder? Würde ich sagen. Jetzt müssen wir nur noch gleichmäßige Bahnbreite, aber das scheint einigermaßen zu passen. Oder ist die letzte hier? Nö, das sieht auch gut aus. Okay. So, dann schicken wir ihn hier mal kurz speichern. Feld 9, ne? Machen wir gleich, bevor wir anfangen. Gras, hier Feld 9, 9 Meter Gras. Kurz speichern. Meter Gras. So, erster Wegpunkt. Wattablage müsste ja hoffentlich an sein, oder? Ja, sieht so aus. Ja, warum das jetzt hier unten so komisch aussieht, keine Ahnung. Wie gesagt, wenn wir gucken bei Precision Farming, ist eigentlich alles schick. Ne? Bodenarten ist klar. pH-Werte, also Kalk ist durchgängig drauf, auch genug drauf. Hier sieht man, wo gemäht hat, wird Kalk weniger. Und Stickstoff genau dasselbe. Da er mäht, dann ist natürlich, dann müssen wir düngen. Ne? Ich weiß. Ja, lass mal. Kann man jetzt nicht ändern. Bleibt so. Wie lange brauchen wir? Eine Stunde 20 wieder hier mähen. Jetzt sind wir die Erdfrucht aber doch eher fertig oder was? Gut, die haben noch ein Feld dann, ne? Weil es gibt noch mal mega viele Ballen hier, ne? Na, mal schauen. So. Kalkwerk hat man immer hingeschickt. Ne? Wir gucken als erstes mal in die Saline, wie viel Steinsalz mir hier noch reinkriegen. Steinsalz. Steinsalz, da 135, 150, also na, brauchen wir nicht herfahren. Entweder verkaufen wir das jetzt alles. Das können wir machen. Wie viel haben wir hier drin? Wenn fast voll, müssten wir doch ein bisschen was drin haben. Ne? Steinsalz haben wir 298.000 Liter drin. Da werden wir den mal einstellen, dass der hier verkaufen fährt. Wird zwar nicht der Welt geben, ne? Aber immerhin was. Dann gucken wir erstmal, wohin. Wo ist denn? Steinsalz, Steinsalz. Kannst du nicht sehen. Nein. Ne, das ist normale Früchte. Karotten, Zwiebeln, Früchten. Muss auch immer Steinsalz mit aufbauen. Natriumchlorid. Da steht es doch, aber Mann. 182 kriegen wir pro. Ja, gut. Ja, alles verkauft lässt. Achso, da steht schon deshalb. Müller Mix, Einsalz. Alles verkauft lässt. Meine, die andere Seite ist natürlich. Wo ist denn hier? Hier. Da habe ich geguckt. Steinsalz. Ist dann auch unten, ja, ne? Oder? Achso, nee, dann ist unten ja. Unten ist ja nicht gleich unten. Natrium.
Dorit, hier. Ja, alles verkauft West ist das Beste. Südwest, Südost und Nord. Also irgendwo in alles verkauft. Welches ist denn der nächste? Also wegen den paar Euronen, also für ein paar tausend kann ich schon ein Stück. Das ist richtig. Ne? Alles verkauft. Nord ist hier oben. Muss ich jetzt mal einen Berg hochkraxeln. Ne? Der andere ist dort. Dort. Ja, da wäre eigentlich hier Nord, der alles verkauft, das nächste, oder? Ja, hier würde ich sagen. Hier ist ja bloß Hotel der gleichen. Wo hat man jetzt welche überall? Nord? Nord, Ost, Süd, Südwest, Südwest, West. Nord. Ost ist da drüben, Süd ist dort. Südwest ist unten, ne, Nord. Wir fahren zum Allesverkauf Nord. So, und was hatte ich jetzt gesagt? 100.000, ne? Ach, Mann. 290, genau. Also 5 Touren, würde ich sagen, fahren wir, ne? Dann müsste hier leer sein. Wenn sich die Saline meldet, bis dahin haben wir wieder welches zusammen. Das ist das Problem. Das sollte nicht das Thema sein. Wir könnten natürlich auch eins machen. Machen wir auch. Wir machen was anderes. Wir schicken den, das stimmt vor unserer 5 Uhr nicht mehr. Aber wir schicken den zur Saline. Gibt man dort voll. Steinsalz anliefern. Und danach schickt man zum Allesverkauf. Dann, ja, der schaltet schon immer 4. Gut, mal gucken, ob man ihn da, dann schicken wir ihn einfach dort weiter, wenn er steht. Er bleibt bei den 5 Touren, weil mehr kann er ja nicht rausholen. Aber da haben wir wenigstens das alles auf, was drin ist, eingeschüttet, was reingeht, nicht verkauft, was drin ist, wenn ich lese. Oh, unsere Zeit ist ja auch schon drin. Wir erwarten das. Gut, dann müssen wir leider vorher den Feierabend machen, ja, wahrscheinlich. Ja. Ich würde sagen, wir machen dann am Montag weiter. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin. Und tschüss.